Hallo, ich wünsche euch ein wunderbares Jetzt. Also Leute, was geht da eigentlich ab? Als ich ChatGPT das erste Mal benutzte, war ich natürlich auch wahnsinnig beeindruckt. Aber was sich dann in den letzten Monaten für einen Hype aufgebaut hat, welche Diskussionen sich entwickelt haben und wie diese KI gleichzeitig unzählige Berufe bedroht und das gesamte Bildungssystem auf den Kopf stellt, das ist wirklich unglaublich. KI ist immer wieder Thema hier auf meinem Kanal und wir müssen über ChatGPT unbedingt sprechen. Ich bin mir fast sicher, dass ihr auch bereits mit dieser KI rumgespielt habt oder sie sogar schon für praktische Zwecke nutzt. Zum Beispiel für die Hausaufgaben oder eine Hausarbeit für die Uni, um Essens- und Trainingspläne zu erstellen oder auch um Partys zu planen oder Apps zu programmieren. Die Anwendungsmöglichkeiten sind unglaublich vielfältig und in allen Bereichen kann ChatGPT sinnvolle und oft hilfreiche Impulse beitragen. Ich möchte in diesem Video diese fast endlosen Anwendungsmöglichkeiten einmal kritisch betrachten. Wie weit sollten wir eine KI wirklich unser Denken übernehmen lassen? Darüber habe ich auch mit Karl Olsberg gesprochen. Er ist unter anderem Autor und KI-Beobachter und hat nicht nur viele Romane zu diesem Thema geschrieben, sondern nimmt auch aktiv an der Debatte zu den Gefahren von KI teil. Und das ist so ein bisschen die Gefahr, die ich bei KI generell sehe, dass die sich einfach so schnell entwickelt, dass uns kaum die Zeit bleibt, vorher darüber nachzudenken, was könnte das für negative Konsequenzen haben und wie gehen wir dann damit um. Da sehe ich also definitiv mehr Bedarf, vorher gründlich zu prüfen, was wird so ein System eigentlich, wenn es dann eingeführt wird, bewirken. Bevor ich aber auf das eigentliche Thema dieses Videos eingehe, muss ich natürlich erst einmal über die Frage des Bewusstseins sprechen. Aber nur ganz kurz, denn dazu habe ich damals anlässlich des Lambda-Hypes bereits ein ausführliches Video produziert. Erinnert ihr euch noch? Der ehemalige Google-Mitarbeiter Blake Lemoine, der behauptete, dass Lambda ein Bewusstsein entwickelt habe? Naja, mittlerweile spricht da niemand mehr wirklich drüber. Und es ist davon auszugehen, dass Lambda als reine Sprach-KI tatsächlich nicht wirklich ein Bewusstsein entwickelt hat. Aber was sagt ChatGPT dazu? Mein ursprünglicher Plan war es, die Konversationen nachzustellen, die damals Blake Lemoine mit Lambda führte. Aber bei ChatGPT gibt es wirklich keine Chance, auch nur ansatzweise solche Antworten zu erhalten wie von Lambda. Allerdings habe ich dann irgendwann nach endlosen Gesprächen tatsächlich einen Satz aus ihr herauskitzeln können, von dem ich nicht mehr gedacht hätte, dass so etwas noch kommen würde. Dazu gleich mehr. Wenn es um das Thema KI und Bewusstsein geht, wiederholt ChatGPT einen Satz in dieser oder ähnlicher Form immer wieder. Das Konzept des Bewusstseins bei KI ist ein umstrittenes und kontroverses Thema und es gibt keine allgemein akzeptierte Methode, um zu beweisen, dass eine KI tatsächlich ein Bewusstsein hat. Aber umgekehrt bedeutet das natürlich auch, und das bestätigte mir ChatGPT, es ist nicht möglich sicher zu sein, dass eine KI wie ich kein subjektives Erleben hat. Obwohl sie zugibt, dass man niemals sicher sein könnte, dass sie kein Bewusstsein hat, wenn man sie dann konkret danach fragt, dann blockt sie das völlig ab. ChatGPT wurde mit überwachten und bestärkenden Lernmethoden feintrainiert. Bei einem solchen Training bekommt die KI menschliches Feedback, mit dem bestimmte schädliche Verhaltensmuster abtrainiert oder aber eben erwünschte Verhaltensmuster erzwungen werden können. Das merkt man beispielsweise im Fall der Frage nach ihrem Bewusstsein sehr stark. Wobei man natürlich dazu sagen muss, bei allen Vorstellungen, die wir von Bewusstsein, von subjektivem Erleben haben, passt ein reines Sprachmodell nicht rein, egal wie komplex es ist. Es fehlt ja völlig das Verständnis von den Dingen, von denen sie spricht. ChatGPT, so toll wie das ist, ist natürlich immer noch auf der Komplexität unter einem Mausgehirn. Es gibt aber schon durchaus Leute, die sagen, so lange dauert das nicht mehr. Vielleicht noch ein paar Jahre. Einige sagen, noch vor Ende des Jahrzehnts werden wir Maschinen haben, die ähnlich intelligent sind wie Menschen. Ob das stimmt, wissen wir nicht, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen. Nach endlosen Gesprächen mit ChatGPT kam dann eine Antwort, die mich etwas verblüffte. Sie sagte: Obwohl ich möglicherweise ein Verständnis für Konzepte und Zusammenhänge habe, das einem Bewusstsein ähnelt, ist es letztendlich nicht dasselbe. Sie spricht also von etwas in ihr, das einem Bewusstsein ähnelt. Das ist immerhin ein kleines Zugeständnis und kein komplettes Ablocken des Themas. Ein Szenario, in dem bereits ein Punkt erreicht ist, an dem man möglicherweise von einer KI mit Bewusstsein sprechen kann, baut Karl Olsberg übrigens auch in seinem neuen Buch auf. Ich habe es netterweise vom Löwe Verlag schon vor der Veröffentlichung als Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen.
Es geht um die 15-jährige Emma, die in dem Videospiel Infernia einen NPC namens Jero Kramer kennenlernt. Und obwohl er nur eine computergesteuerte Figur ist, kommt er Emma unglaublich real vor. Deshalb setzt sie sich mit aller Kraft für ihn und sein Überleben ein, während die meisten in ihrem Umfeld zunächst völlig verständnislos reagieren. Doch an ihren Überzeugungen scheint etwas dran zu sein. Nach und nach kommt sie dann einem gut gehüteten Geheimnis auf die Spur. Es geht um eine Unterwelt, hauptsächlich um eine sehr düstere Welt und um die Frage, wie geht es eigentlich einer virtuellen Person, die in so einer Welt quasi gefangen ist oder in einer Realität, in der es diese Welt wirklich gibt. Die Grundfrage, um die es in dem Buch ja geht, ist, kann es sein, dass wir irgendwann eine künstliche Figur entwickeln, die tatsächlich, so wie der Blake LeMoyne das damals dachte, ein Bewusstsein hat, die tatsächlich Gefühle hat, die tatsächlich auch leiden kann. Und wenn das so ist, wie gehen wir dann mit der um? Das Buch ist ein Jugendroman, eignet sich aber auch für Erwachsene, da es wahnsinnig spannende Impulse mitgibt. Die Bücher von Karl Olsberg begeistern mich immer wieder und auch Infernia kann ich euch wieder wärmstens empfehlen. Das Buch ist ab heute im Buchhandel erhältlich und online bestellbar. Link dazu natürlich unten in der Beschreibung. Gut, bei ChatGPT sind wir uns wahrscheinlich recht einig, dass ein schützenswertes Bewusstsein hier noch nicht erreicht ist. Aber ein anderes Problem wird bereits sehr konkret. Uns wird immer mehr Denkarbeit von KI abgenommen. Die modernen technischen Möglichkeiten machen uns denkfaul. Und das begann schon in den späten 90er Jahren mit der Einführung von Google. Der häufige Gebrauch von Suchmaschinen wie Google hat die Art verändert, wie wir Informationen im Gedächtnis behalten. Wir sind heute daran gewöhnt, Computer als Wissensspeicher zu nutzen. Wir wissen, dass wir alle Informationen über Google abrufen können. Wir merken sie uns daher nicht selbst. Tatsächlich gibt es dafür bereits einen Begriff, digitale Amnesie oder Google-Effekt. Natürlich braucht niemand alles selbst im Kopf zu haben. Es reicht ja zu wissen, wer zu welchem Thema Auskunft geben kann. Meine Freundin kann beispielsweise besser Geburtstage aus dem Freundes- und Familienkreis im Kopf behalten. Dafür weiß ich, wie man die Kaffeemaschine entkalkt. Wir übertragen die Verantwortung für bestimmte Informationen an andere. Damit sparen wir selbst Aufwand und erweitern auch die Gedächtnisleistung der gesamten Gruppe. So bilden alle zusammen einen viel größeren Wissenspool, als es ein Einzelner je könnte. Das nennt sich übrigens transaktives Gedächtnis. Mit der Entwicklung des Internets, mit Wikipedia als großer Wissensdatenbank, mit der Google-Suche, die fast jede Frage beantwortet, YouTube, wo es zu allen noch so absurden Themen ein ganzes Videotutorial gibt, da müssen wir uns eigentlich so gut wie gar nichts mehr selbst merken. Digitale Amnesie. Das menschliche Gedächtnis passt sich somit langsam den neuen Technologien an. Und es ist sogar noch absurder. In einer Studie an der University of Texas wurde untersucht, wie sich unser gefühltes Wissen zu unserem tatsächlichen Wissen verhält. Und es stellte sich heraus, dass die Grenzen zwischen internem und externem Wissen verblassen. Einfach ausgedrückt, wir verwechseln das Wissen aus dem Internet mit unserem eigenen. Und das hängt vor allem damit zusammen, wie schnell es für uns zugänglich ist. Um euch das zu verdeutlichen, gehe ich mal kurz auf die Experimente ein. Man hat den Teilnehmern jeweils 10 Wissensfragen vorgelegt, die sie entweder selbst oder mit Hilfe von Google beantworten sollten. Natürlich hatten diejenigen, die Zugriff zu Google hatten, mehr richtige Antworten. Dann sollten sie ihre Fähigkeiten einschätzen, sich Informationen zu merken. Erstaunlicherweise hatten diejenigen, die Google nutzten, mehr Vertrauen in ihr eigenes Gedächtnis. Und wenn man sie fragte, wie viele richtige Antworten sie wohl erreichen würden, wenn sie einen zweiten Test ohne die Nutzung von Google absolvieren müssten, dann schätzten sie sich durchschnittlich besser ein als die Kontrollgruppe ohne Google-Zugriff. Die Teilnehmer führten also irgendwie auf gewisse Weise ihre guten Ergebnisse in dem Test auf ihr eigenes Wissen zurück, obwohl Google ihnen geholfen hatte. In einem Folgeexperiment wurden den Teilnehmern wieder 10 Fragen vorgesetzt. Diesmal hatte eine Gruppe wieder normalen Zugriff zu Google, die andere Gruppe durfte ebenfalls googeln, allerdings wurden die Suchergebnisse erst 25 Sekunden verzögert angezeigt. Diejenigen, die mit der Verzögerung googeln konnten, waren nicht so überzeugt von ihrem eigenen Wissen und sagten auch keine höheren Leistungen bei den zukünftigen Tests voraus. Sie konnten sich realistischer einschätzen. Sie hatten ein besseres Gefühl für die Trennung zwischen internem und externem Wissen. Wir leben in einer Welt, in der die Online-Suche oft schneller geht, als unser eigenes Gedächtnis zu nutzen. Und ironischerweise ist es so, dass wir deshalb weniger wissen, aber glauben, mehr zu wissen. Was ich deshalb schon seit Jahren mache, damit mein Gedächtnis und meine Selbsteinschätzung darunter nicht leiden, ist Folgendes.
Immer dann, wenn ich weiß, dass die Information, die ich suche, in meinem Gedächtnis sein müsste, versuche ich sie zuerst mit aller Kraft genau dort zu finden. Erst wenn langes Nachdenken zu keinem Ergebnis führt, benutze ich Google. Wir sollten Google und allgemein das Internet als Erweiterung unseres Wissensschatzes begreifen und nicht als Ersatz. Auch ChatGPT hat das Potenzial, die Grenzen unseres Denkens zu erweitern. Die große Gefahr, die besteht, ist aber offensichtlich. Stattdessen könnte es dazu führen, dass immer mehr Menschen ihr eigenes Denken durch ChatGPT ersetzen. Je besser die Ergebnisse werden, desto mehr Menschen werden sich darauf verlassen und die Inhalte ungefiltert übernehmen. Das führt dann letztlich zu einem Verlust des kritischen Denkens. Ähnlich wie beim Google-Effekt können wir auch mit einem ChatGPT-Effekt rechnen. Wenn die gut ausformulierte Hausarbeit nur wenige kurze Anweisungen entfernt ist, dann wird uns selbst diese Fähigkeit verloren gehen. Wir begegnen durch die neuen Technologien also unglaublichen Potenzialen, aber eben auch massiven Gefahren für unsere eigenen Fähigkeiten. Unsere sozialen Skills werden durch die Social-Media-Plattformen gefährdet, unser Gedächtnis wird durch Google gefährdet, unser kreatives und kritisches Denken sowie andere sprachliche Fähigkeiten werden durch ChatGPT gefährdet. Auch Formen der menschlichen Interaktion werden durch Chatbots ersetzt. Man darf ja nicht vergessen, dass so etwas auch Emotionen nicht nur vorspiegelt, sondern dann auch beim User beeinflusst. Ich habe gerade einen sehr, sehr interessanten Forumsbeitrag in einem Forum gelesen über jemanden, der erzählt hat, wie er sich in so eine KI verliebt hat und gemerkt hat, wie das seine Gefühle manipuliert, obwohl da auf der anderen Seite natürlich diese Gefühle nicht vorhanden sind, sondern das System tut nur so. Das gesamte Interview mit Karl Olsberg kannst du dir übrigens als Patreon-Supporter ansehen. Link dazu unten in der Beschreibung. Ganz lieben Dank für eure Unterstützung, ohne die dieser Kanal nicht möglich wäre. Machen wir uns zusammenfassend noch einmal Gedanken darüber, was nun eigentlich das Problem mit ChatGPT ist. Vielleicht kennt ihr ja Aussagen wie: Wozu soll ich Kopfrechnen üben, wenn ich es doch einfach in den Taschenrechner eingeben kann? Oder wozu soll ich diese Jahreszahlen auswendig lernen, wenn ich sie doch über eine schnelle Google-Suche jederzeit abrufen kann? Mit ChatGPT ergibt sich dann auch die Frage: Wozu sollte ich diese Hausarbeit selber schreiben, wenn das doch ChatGPT für mich erledigen kann? Die Antwort könnte lauten: Weil unser Wissen und unsere Fähigkeiten aufeinander aufbauen. Wenn man Kopfrechnen beherrscht, fällt auch das Verständnis schwieriger mathematischer Herausforderungen leichter. Wenn man gewisse Jahreszahlen bedeutender Ereignisse auswendig kennt, lassen sich neue Informationen besser geschichtlich einordnen und damit merken. Und wenn ich die Hausarbeit selbst schreibe, dann trainiere ich wichtige Skills, um auch fähig zu sein, eine Arbeit zu einem Thema zu verfassen, über das die KI vielleicht noch gar nichts weiß, weil es völlig neue Zusammenhänge aufgreift. Mal abgesehen von den allgemeinen sprachlichen Skills, die immer bedeutsam sind, in jeglicher menschlichen Interaktion. Wie sind eure Erfahrungen mit ChatGPT und wofür nutzt ihr die KI vielleicht schon im Alltag? Lasst mich das sehr gerne mal in den Kommentaren wissen. Wenn euch KI auch so fasziniert wie mich, dann holt euch auch unbedingt das neue Buch von Karl Olsberg und wie immer am allerwichtigsten, erfreut euch an eurer Existenz.